'cause we're gonna be legends. Kannst du mal die Schnauze halten? Meine Fresse, Alter. Hat den gerade weggeboxt? Ah. Ja klar, der wird erstmal mit seinem komischen Messer, Digga. Aua! Aua! Was hat der denn überhaupt geschickt? Ich Gott, was? Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich mit dir gerückt habe gerade. Verbände, Verbände. Alter, wie viel kommen wir denn? Ich hab einen Redstone, ey. Messer mit Nachbarn. Speicher mal. Ja klar. Mach du mal. Wo ist denn jetzt hier mein Raketenwerfer, Scheiße? Dass diese komische Figur das nicht aufhört. Denke ich mal, ne? Oh, easy. Schwerer vorgestellt. War es aber jetzt auch nicht. Erstmal das Nachladen. Apex. Oh, ja. Das war auch die letzte Rakete. Auch gut. Boah. Boah, der tat weh, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, wie viele kommen denn? Warum hau nicht schön? Ne? Ja. Habe ich ja gesagt, ne? Was ich sagen wollte. Warum hauen sie ab? Ah, da sie juckt. Schrott. Ah. E-Granaten. Ich speichere nochmal ab. Und trinke in der Zeit einen Schluck Kumade. Kumade erfrischt und belebt den Körper und Geist.
Jetzt? Oh nein. Och, wirklich, ja. Oh, ja, schau mal. Ja, oh, ja. Noch mehr. Ist ja einfach. Kommt mir alle mal nach hier. Ne? Wäre nicht so weit hier. Ist ja gar keine Sammelkarte oder so. Also, das komische Planspiel ist halt für den Arsch. Das macht dir überhaupt keinen Spaß. Also hier hat eine Quest-Aktualisierung bekommen, du Schwanz. Was will der jetzt von mir? Mann. Bringe 4 Bündel TNT im Tunnel der Blau. Achso, ja. Hätte ich auch denken können. Hab ich denn da dran? Komm hier, ey. Ah, okay. Und jetzt, wie geht das hier weiter? Ich komme doch lang. Komm ich hier lang? Ja klar, komm ich nicht lang. Soll ich hier rüberspringen? Ach, ja, da war der, nächste Gang, würde ich sagen. Eieieiei, das sieht hier auch wieder ganz klar an der großen Stelle aus, wo man viele Mutanten erschießen muss. Ne, ja, kommt jetzt runter. Als ob ich jetzt alle Dinger aktivieren kann, ohne dass es irgendwie stört, ey. Muss ich jetzt schon aktivieren? Hä? Ja, ich hab doch nur... Ach. Hä, die anderen? Da, einer noch. Ach, da. Ja. Ach. Jetzt kommen die wahrscheinlich alle. Komm. Nee, komm, aber Pistole fertig. Ja, kommt schon, zeigt euch doch. Hm? Gar nicht? Wenn es gerade kommen noch welche, ja, dann haben wir noch Zeit. Ja, ja, bleibt alle noch ein bisschen leer. Hier ist noch einer. Passiert. Ich muss hier auch noch ein bisschen Kohle. Scheiße, wir sind kleine Automaten auch noch. Ja. Ja dann, Shario, Miss Sophie. Oh moin! Oops.
offen. Ja, sicher, ich hab so Gänse aus dem Scheiß der Wald. Ach, Jesus. Ehrlich, ey. Erstmal Pose einnehmen. Aua. So, was? Ah, oh, die schwarze Pause. Runter. Ne, ich glaube, das waren die letzten Tour. So. Ruhe im Puff. So, eine Zeit hier für euch. Ja, dann, ich hoffe, dass Geld, was wir kriegen, deckt einigermaßen die Munitionskosten, die wir durchgeballert haben. Ja. Lecker. Oh, Club Mate. Schluck. Hm. Kohlensäure. Ja, dann, so, alles wieder hier. Wie-Granaten. Ach, hatte ich auch noch. Pistole, SG, ist noch ein Nitrit, glaube ich. Jo. Schrot. Lose Bolzen. Hab ich zwischendurch auch abgeschossen? Nee, oder? Nee. Wüsste ich ja wohl. Scharfschütze ist auch nachgeladen. Das ist auch nachgeladen. Und Raketenwerfer haben wir gar keine mehr. Scheiße, ey. Ich hoffe, wir kriegen da ein bisschen Kohle. Also ein bisschen haben wir da wohl losgeballert, ne? Überlegt da 400 Schuss. Hier mit ich glaube 200 Schuss oder sowas. Hm. Ist nicht so ganz einfach. Ist das überhaupt richtig? Bin ich da irgendwo anders rausgekommen? Ja, hier, oder? Ja, was kann man jetzt machen? Ist wahrscheinlich noch im Auto. Ja, dann wollen wir mal zu Jones gehen. Wo ist die Alte hin? Hey, hallo. Das bist nicht du. Du kannst sehr gut Mutanten vermöbeln. Aber Mutanten sind keine Gearheads. Wenn du ihren Weg kreuzt, wird es dir leid tun. Hä? Versteh ich nicht. Meine Muskeln und Gelenke werden alt und das Laufen fällt mir immer schwerer. Aber ich habe von einer Pflanze namens Kometenschweif gehört. Es heißt, wenn man sie kaut, gehen die Schmerzen weg. Das Problem ist, dass ich nicht an sie rankomme. Ja, schön. Und kannst du einem alten Mann wie mir helfen? Nein. Kannst du einem alten Mann wie mir helfen? Meine Muskeln und Gelenke werden alt und ruppig und das Laufen fällt mir immer schwerer. Das Ficken auch. Und ich habe vor einer Pflanze namens Kometenschweif gehört. Wenn man sie kaut, sollen die Schmerzen weggehen. Das Problem ist, dass ich nicht an sie rankomme. Das Zeug wächst in der Nähe. Wie die Jared-Tutorium werde ich von hier annehmen. Gut, gut. Man sagt, es wächst weit im Norden, tief im Territorium der Gearheads. Roberts hat gesagt, dass er es in der Nähe eines Kraters entdeckt hat. Da solltest du suchen. Bring mir was davon und ich werde dich reich belohnen. Du bist ein bisschen creepy, Alter. Ja, Clint Eastwood. Ja, aber ab zum Tor weiter. Moin. Nicht schlecht. Ja, danke. Die Höhle ist mutantenfrei und du lebst noch. Redstone hat den richtigen für den Job ausgesucht. Ja. Ich sag ihm, was du gemacht hast. Ja, danke. Ich muss selber sagen. Du hättest da hin, oder? Wir werden zu Redstone suchen. Ja, dann machen wir das mal. Hey, Meister. Hey. Du schuldest Redstone immer noch was. Beweg deinen Arsch nach oben. Ja, ja.
Gott, hey, könnt ihr mal die Schnauze halten? Das war okay, Aber Mutanten zu verkloppen ist nicht schwer. Aber ich weiß was, was dir deinen Platz hier sichern würde. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Okay, das ist meine Stadt. Aber ich muss mich um die Geards kümmern. Sie sind nichts weiter als Ödland-Banditen. Aber sie kontrollieren die Stromversorgung der ganzen Region. Und die Preise steigen. Verstehst du? Ich möchte meine Stadt aus ihrem Würgegriff befreien. Hab gehört, dass sie Feldrit mit Plutonium kombiniert haben. Wenn das wahr ist, dann können wir uns die Sachen holen und damit die Energieprobleme für lange Zeit lösen. Hier kommst du ins Spiel. Sie haben das Zeug irgendwo in einem alten Tresor in der Bank über uns deponiert. Du musst für mich in die Bank einbrechen. Öffne die Schatzkammer und hol mir das Feldrit. Verstehst du, was ich brauche? Nö. So, die Geherz kontrollieren alles Stromsystem in der Gegend. Ich möchte meine Stadt aus ihrem Würgegriff befreien. Hab gehört, dass die Geherz Feldrit mit Plutonium kombiniert haben sollen. Hab gehört, dass diese Geherz Feldrit mit... Achso, hab ich das... wenn wir uns die Sachen holen könnten, wäre damit ein Energieproblem gelöst. Das Problem ist nur, dass sie das Zeug irgendwo in einem alten Tresor in der Bank über uns deponiert haben. Hier ist ein Schlüssel zum Verwaltungsbüro. Das Büro liegt im obersten Obergeschoss des obersten hinteren Teils der Stadt. Du machst Folgendes. Ja. Du kannst zu einem Gang in die Bank gelangen, wenn du durch die alten Büros der U-Bahn gehst. Ah, okay. Hier, nimm diesen Schlüssel. Danke. Damit kommst du in das alte Verwaltungsbüro. Okay. Dann geh einfach geradeaus und hoch. Du sagst es. Aber hör auf, meine Zeit zu vergeuden und hol mir die Feldritkanister. So, noch was? Mutanten vermöbeln ist leichter, aber da draußen gibt's Schlimmeres. Hoffentlich landest du nie im Gebiet der Jackals. Der Jackals. Hoffentlich landest du nie. Weil die sind so ultra schlimm, die Jackals. Scheiße, und die Mutant getötet, Alter. So. Geh nach oben zu weit. Wie kommt man denn nach oben? Boah, scheiß Fliege. Wie kommt man denn nach oben zum Verwaltungsbüro? Hier hin oder was? Geh nach oben zum Verwaltungsbüro. Wir sind doch hier oben. Weil du die Mutanten aufgehalten hast, ist die Stadt sicherer geworden. Ja. Danke mir in Form von Geld. Hier? Ach, hier war das Zimmer, was wir aufgesprengt haben. Hier war ich auch schon mal. Da ist die Bar. Da können wir rein. Moin, guck ich da das durch. Das ist genau der Türsteher oben von dem komischen Redstone-Typen da. Du sollst ein guter Schütze sein. Du scheinst weiß zu sein. Hör zu, falls du Dietrich noch nicht kennst, solltest du ihn auffinden. Hab gehört, dass er einen Revolverhelden wie dich sucht. Hallo Fremder, ich habe die besten Spielkarten des Ödlands. Wie wär's mit einer Partie? So, du bist also Redstones neuer Mann. Willst du dir was nebenbei verdienen? Ich lass mich gerade nicht, ich muss Banditen töten. Verdammte Banditen machen meinen Schnapslieferanten zu schaffen. Kann hier unten kaum gutes Zeug bekommen. Ich biete dir gutes Geld, wenn du ein paar von den Banditen erledigst. Prädatoren, die Jäger der Regierung, zählen sogar doppelt. Ja, super. Kriegst du das hin? Ja, da kann ich keinen Ärger Straßen brauchen. Verdammte Banditen machen einen Schnapslieferanten zu schaffen. Ich biete dir gutes Geld, wenn du ein paar Banditen erledigst. Und weißt du was, für ein paar Prädatoren zahle ich sogar das Doppelt. Für jeden ausgeschalteten Freifahrzeug gibt es Bars und einen Rennschein. Yay, yeah, annehmen. Also gut, Mann. Dann mach sie fertig. Ich habe gehört, dass du Jones Mutanten erledigt hast. Eddie.
Hab gehört, dass du einer der aufgetauten Soldaten von früher bist. Für dich würde man viel Geld bekommen. Aber zu deinem Glück glaubt niemand, dass die Regierung auch wirklich zahlt. Ja, schön. Ja, dich suchen wir wahrscheinlich, war oder? Zack. Ohne diese Mutanten hat diese Stadt Platz zum Wachsen. Ja, ja. Das bedeutet mehr Arbeit und Platz für alle hier. Mehr zu trinken und mehr zu rauchen für dich, ja? Und hier ist wieder... Der war noch... Auch schon in der anderen Bar, glaube ich, deppert. Ale's Ale. Oder Ale, Alter. Nicht jedes Ale schmeckt geil. Ey, komm mal runter. Was sind wir hier lang? Wir müssen nach hoch und nicht runter. Wie gerade alles. Was? Alter, ist alles. Alter, was ist denn hier los? Hier alles wirklich? Sag mal noch eine Runde. Wer ist die? Komplett verkackt. Ja. Komplett verkackt. Ist die Garage? Hab dich noch nie gesehen. Gehört, die Regierung könnte hart gegen Rennen im Ödland vorgehen. Es heißt, dass General Cross in ihnen ein gesellschaftliches Übel sieht. Kannst du das fassen? Ey, diese Flieger hier, ey. Bei Sparky findest du alles, was du brauchst. Oh, so einer schönen Frisur. Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich schneller zu machen. Ja, hier. Ja. Zeig mir mal, was du hast. Was genau suchst du denn? Raketenwerfer. Ach, hier diesen Jäger. Nee. Verkehrt. Cupolino. Die Rennreifen gibt fettes Handy im Unfall bei dir. Cupolino. Nehmen wir die mal. Schießen. Wir sehen uns. Gleich mit der Hand an der Hand. Mal. In dieser Art von Krieg immer zu einem hinspielen müssen. Was? Brauchst du den Geschwindigkeitsrausch? Nee. Gerade nicht. Ich suche eigentlich eher was komplett anderes. So. Hey! Was? Hey, wie komme ich denn da hin? Scheiße hier, ey. Doch noch draußen. Ich muss einfach nur Elektro nach oben. Siehst aus, als könntest du mit deiner Waffe umgehen. Fliege, ey. Ist hier was? Muss ich hier was machen? Hä? Ich check das nicht. Hilfe. Geh nach oben zum Verwaltungsbüro im Subway Town. Wir sind im Subway Town drinnen. Hier geht's doch nirgendwo nach oben. Ich fühle mich gerade wie in meiner allerersten Aufnahme, wo ich den verkackten Sheriff gesucht habe. Hä? Hey, Penner. Sag mir mal, wo geht das hier hin zu Verwaltungsgebäude? Bist du denn? Dietrich. Ah, endlich. Der Fremde, von dem alle reden. Hab dich schon erwartet. Ja. Sei willkommen. Ja, was willst du? Weißt du, in meiner Chemiefabrik gibt es ein Problem. Und auf der Straße sagt man, du wärst für sowas genau der Richtige. Zeit ist Geld. Der Job ist kinderleicht. Komm. Meine Destillerie läuft praktisch von alleine. Du brauchst nur meine leeren Abfüllflaschen zu finden und sie in die Destillerie zu stellen. Das ist ja einfach. Und dann wartest du, bis sie voll sind. Einfacher geht's nicht.
Aber wie gesagt, es gibt da dieses eine Problem. Hast du ein Auge? Wenn du die Destillerie anschaltest, werden die Mutanten es hören? Und wenn sie kommen, musst du so lange durchhalten, wenn sie kommen, bis die Flaschen voll sind. Glaubst du, dass du das Zeug dazu hast? Ja, habe ich. Das zu bewerkstelligen? Ja, in meiner Destillerie gibt es Probleme. Jedes Mal, wenn ich eine Destillerie einschalte, hören die Mutanten das Geräusch und kommen angerannt. Der Job ist keine leicht. Super, dann Apfelflaschen, füll sie in der Maschine mit blauem Schimmer. Du musst nur lange übernehmen, um die Flaschen wieder zurückzuholen. Nach der Brücke aus Subway Town kommst du zu einer Höhle. Diese führt direkt zum Hintereingang des Verlassenen. Der verlassenen Destillerie. Aha. Wirklich sehr gut. Die Chemiefabrik liegt nördlich der Stadt. Wenn du wiederkommst, werde ich dir etwas sehr, sehr Wertvolles geben. Ja. Ich habe nicht einen Schwanz.